Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis. Angeberwissen, was guckst du so? Ich darf doch mal gucken, oder? Ah, komisch, so kritisch. Ja, so, was erzählt er denn da? Mann, macht man so, ach so, stimmt ja. Ist ja Daily, hat er wahrscheinlich gerade gesagt. Ich glaube, das ist was ganz anderes. Das hier macht man, damit der Zuschauer auch sieht, dass ich mich für meinen Gesprächspartner, für meinen Moderationspartner interessiere. Gucke ich halt auch mal interessiert rüber. 8. Januar heute, Marc. Quasselnetzo hier, Quasselstrippe. Heute ist der 8. Januar und wir sprechen wieder über das Geburtstagskind heute. Heute nicht mehr am Leben, aber eine Legende. David Bowie. Oh. David Bowie. Ja, David Bowie hat, es ist Underpressure, Underpressure hat er gemacht mit Queen zusammen zum Beispiel. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, das war doch Queen. Genau. Ja, aber ganz viele andere. Was, bist du so ein David Bowie Fan gewesen? Also ich fand ja seine Sachen ganz gut, schwierig, aber Fan war ich nicht. Ich habe damals hier Christiane F., die Kinder vom Bahnhof Zoo, da gibt es ja diese eine Szene, wo sie dann da im Konzert bei David Bowie ist. Da habe ich ihn das erste Mal so gesehen irgendwie und da dachte ich schon mal. Und dann, ja. Doch, so. David Bowie ist ein guter. Ja, komm David. Komm, David, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ja, bist zwar nicht mehr am Leben, aber hast du gut gemacht. Warst ein lecker Junge. Ja. Am 8. Januar haben wir aber noch einen Fakt hier. 8. Januar, ja, am 8. Januar 1959. Charles de Gaulle wurde am 21. Nein, stopp. Charles de Gaulle, das ist ein Franzose. Charles, du sagst ja auch nicht Charles de Gaulle. Weiter. Charles de Gaulle. Danke. Der am 21. Dezember 1958 zum Präsidenten der französischen 5. Republik gewählt wurde, wird in sein Amt eingeführt. Heute am 8. Januar. Heute am 8. Januar. Ja. Ja. Der Charles. Charles. Charles de Gaulle. Mhm. Ja. Wir haben aber auch wieder einen Fakt des Tages. Und der Fakt des Tages hat heute etwas mit Facebook zu tun. Auf Facebook, Achtung, sind 10% aller Accounts fake. Nur? Angeblich nur. Das glaube ich. Hast du gedacht, dann mehr? Ja. Ja. Meinst du? Ja. Ja, ja, ja. Es gibt mehr Leute, die halt ihre mehrere Accounts haben. Ja, natürlich. Du hast deinen normalen Account. Dann hast du deinen Account für die Sexseiten. Dann hast du da. Habe ich das jetzt laut gesagt? Sexseiten? Gibt es auf Facebook Sexseiten? Ja, gibt es Sexgruppen. Echt? Mhm. Weiß ich aber nur von einem Freund. Idee. Echt, was sind denn da für Sexgruppen? Nein, war ein Spaß. Also, nee, keine Ahnung, aber so, es gibt ja so Fake-Accounts. Warte mal, was gibt es da für Sexgruppen? Ich weiß nicht, ob es das. Sicherlich gibt es da auch Sexgruppen. Auf Facebook? Ja. Echt? Es gibt doch für alles Gruppen auf Facebook. Hast du noch nie gesehen? Ja, ich bin nicht so der. Es gibt ja auch Mentalistengruppen. Ja, ja, da, okay. Es gibt Kochgruppen, da wird es auch Sexgruppen geben. Ja, ja, hast du recht, hast du recht. Achso, du meinst jetzt irgendwie so Leute, die sich dann halt zusammenfinden. Ja, Erfahrungsaustausch. Erfahrungsaustausch. Leute, die mal in Holland gelebt haben oder so. Ja, 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 stimmt, hast du recht. Ja, okay, also auf jeden Fall 10% aller Accounts sollen gefaked sein. Ja, das halte ich für ein bisschen niedrig. Ja? Ja. Halte ich für niedrig. Okay. Naja, ich habe den Fakt mal so. Den Faxen dick. Die Faxendicke jetzt hier eigentlich. Also, ja. Nee, ich habe den Fax mal. Also sowas, du machst mich total kirre. Er hat gestern einen Fax erhalten, wollte er sagen. Also den Fakt haben wir jetzt mal so recherchiert und den müssen wir jetzt auch so rausholen. Hauen. Ja. Boah, das ist anstrengend mit dir manchmal. Ja, das ist halt hier. Niemand hat gesagt, dass es leicht werden würde. Nee, echt nicht. Ja. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin könnt ihr den Kanal abonnieren und uns noch ein Like da lassen oder was auch immer. Ja. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.